Moin und herzlich willkommen zum Let's Play von Rulers of Nations, oder auch bekannt als Politik Simulator 2. Und ich habe mir mal was überlegt, und zwar könnten wir mal hier auf Wahlen gehen und hier ein bisschen rumspielen. Zum Beispiel könnten wir hier das Mindestwahlalter festlegen, anders festlegen. Und zwar sagen wir 16. Hihi. Kommt durch. Schön. Was gibt's denn noch? Legislaturperioden. Könnte man verkürzen oder verlängern. Maximal wäre das hier. Aber das gleicht ja fast einer Diktatur. Wer da einmal die Wahl gewinnt, der hat erstmal Ruhe. So. Ja. Oder wollen wir hier? Ich würde sagen, wir warten erstmal, oder? Das ist ganz wichtig hier. Obwohl, wenn man das die anderen Punkte hier, den hier oder den hier oder den hier einstellt, wenn man irgendwann nicht mehr kandidieren darf, darf man aber trotzdem weiterspielen, wenn man eben in Kauf nimmt, dass man dann einen anderen Charakter spielen muss. Aber weiterspielen kann man theoretisch schon. Also das ist kein Problem. Aber ich würde gerne so lange wie möglich mit einem und demselben spielen. Denn das hat doch irgendwie was. Ja, Verhältniswahlrecht. Ich glaube, demokratischer geht's kaum. Hä? Das hatte Deutschland auch mal. In den 20ern und 30ern. Und, ja. Wer sich mit Geschichte einigermaßen auskennt, der weiß, was dann passiert ist. Aber das soll ja nichts heißen. So. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, dass sie jetzt auf einmal was gegen mich haben. Wieso so plötzlich? Habe ich was in der Richtung getan? Ich glaube nicht. So, klicken wir mal hier durch. So. Ja. Komisch. Was haben die denn? Was haben die Leute denn auf einmal? Was habe ich denn so getan, so Schlimmes? Aber die Leute scheinen sich beruhigt zu haben. Da heben wir das wieder auf. Boah, wie das Geräusch nicht nervt. Oh. Ja, die Griechen. Die wollen unser Geld haben. Hä? Nein. Also, der Antrag wurde akzeptiert. Da wird jetzt eine... Huch, nein, da wollte ich nicht draufklicken. Da wird jetzt eine Abstimmung durchgeführt. Und die wird darüber entscheiden, ob wir der EU beitreten können oder nicht. Unsere Wissenschaft... Mal sehen, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe natürlich, dass sie den Antrag akzeptieren, sonst hätte der Antrag ja keinen Zweck. Oh. Jetzt wird's spannend. Oh, okay, was da oben steht, das verrät eigentlich schon alles. Beitritt zugestimmt. Das heißt... Unser Netz. Norwegen wird Mitglied in der EU. Hey! Hey, juhu! Party und so. Und jetzt können wir es immer noch das hier ändern, aber wir können auch noch was anderes machen. Wir können den Antrag auf die Mitgliedschaft in der Eurozone stellen. Machen wir. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ob die das schon annehmen oder ob die da noch ein bisschen warten wollen. Ja, natürlich ist unsere Popularität von Vorteil. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Die Abstimmung hat stattgefunden. Juhu, jetzt darf man mit 16 wählen gehen. Und wisst ihr was? Ich bin dafür, dass man das auch mit 15 darf. Und die meisten sind dafür. Und wisst ihr was? Komm. Zwei Wahlgänge. Das macht das alles ein bisschen demokratischer, denke ich mal. Das freut natürlich die Jugendlichen, wenn sie wählen dürfen. Ist klar. Unsere Wissenschaft. So, wir haben Informationen über Schweinefleisch enthalten. Erhalten. So. So,
So, wann werden wir denn darüber informiert, wie es mit dem Antrag auf Mitgliedschaft in der Eurozone steht? Oh, wir haben ja schon 2013. Frohes neues Jahr allen beisammen. Jetzt sind wir in dem Jahr, in dem wir zu Zeitpunkt der Aufnahme jedenfalls auch in der Realität sind. Schön für dich, Japan. Freut mich für dich. So. Und da kommt wieder ein Sit-in. Wie immer. So, ja, jetzt sind wieder die Anzahl der ungesunden Wohnungen gestiegen. Die steigen immer zum 1. Januar. Oder zum 2., je nachdem. So. Aber ich glaube, die Zahl sinkt in Wirklichkeit. Also steht nur immer, dass es gestiegen wäre. Aber ich glaube, in Wirklichkeit sinkt die Zahl. Aha. Juhu. Das freut die Griechen. Vielleicht. Aber noch mehr freut es die Norweger. Jedenfalls mich. Oder uns, besser gesagt. Als Premierminister. So. Sind wir schon Mitglied? Ach so. Das Parlament stimmt noch ab. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ja, das sind wieder die Republikaner und die Arbeitgeber. Die Land Und klicken wir mal hier durch, damit man sich das durchlesen kann, wenn man sich Zeit nimmt. Ich nehme jetzt keine Zeit, denn das würde diejenigen langweilen, die es nicht so interessiert. So. Bin ich mal gespannt, was das Parlament zum Beitritt sagt. Also, na gut, man kann es ja eigentlich schon nachgucken. Und zwar sinkt sie. War das schon alles? Okay, es ist wirklich nur so eine kurze Zeitung. So. Sit-in, ja, den haben wir aufgelöst. Und eine Industriespionage bleibt ohne Effekt. Ja, da hatte jemand wieder ein Problem. Da wurde wieder Industriespionage beendet. Durchklicken. Und das war's auch schon wieder. Ist aber nicht keine große Zeitung. Jetzt interessiert mich aber nochmal, was mit der Arbeitslosigkeit passiert ist. Die sinkt wahrscheinlich immer noch. Ja, die sinkt immer noch. Wie stehen wir eigentlich da im internationalen Vergleich? Wir sind 1, 2, 3, 4, 5 da. Haben die fünft niedrigste Arbeitslosigkeit auf der gesamten Welt. Das ist doch mal was. Weiter geht's. Wir werden bald dem Euro beitreten. Juhu! Wir werden dem Euro beitreten. Wir Norweger. Hier ist unsere Und Wachstum. die Wirtschaft wächst. Wächst und wächst und wächst. Und wächst und wächst und wächst. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Ich glaube, das war das mit dem, mit den Wahlgängen. Und hier haben wir in der Zeitung, die klicken wir wieder durch. Klick. Klick und klick. Und klick. Und klick. Fertig. Und weiter geht's. Ich will wissen, ob wir dem Euro beitreten können. Besser geht immer. So. Muss man ein bisschen ölen. Dann geht's vielleicht. So. Ja, ist wieder nicht erfolgreich gewesen, aber es wäre auch zu viel verlangt, wenn immer alles erfolgreich ist, oder? Kann man doch so sagen. So. So, wahrscheinlich darf man jetzt ab 15 wählen. Denn die Jugendlichen mögen uns. Die Abstimmung hat stattgefunden. Ja, Wahlrecht ab 15. Juhu.
Einschreiten, also Notstand ausrufen. So. Diese Kapitalisten. So. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. So. Das heißt, Norwegen tritt dem Euro bei. Ja, meine Bekenntnis. Nee, nicht Besteuerung, Währung. Beitritt zum Euro steht hier. Das heißt, wir werden dem Euro beitreten, denke ich mal. Beitritt zum Euro. In einem Monat, okay? Eine terroristische Aktion. Ich sag immer Organisation, aber es ist doch eine Aktion, nicht keine Orga. Nisa. Unktion. So. Klicken wir wieder die Zeitung durch. So, haben durchgeklickt. So, und für den März habe ich mir vorgenommen, wieder mal jemanden zu mir einzuladen. Jetzt fällt mir auf. Unglaublich. Der erste Preis, können Sie das fassen? Nö. Müssen wir oft sogar noch nicht mal selbst zur Tat schreiten, um uns beliebt zu machen. Das passiert von alleine. So, die Zeitung. Hallo Zeitung. Interessant. Habe ich natürlich alles gelesen, selbstverständlich. Ich bin ein Schnellleser. So. Und schon wieder eine Zeitung. Oh. Der Papst ist tot. Es lebe der Papst. So. Da sind wir gerade ein bisschen unbeliebter geworden, aber... Den Stabilitätspakt der EU verhandeln. Die Agenda für den nächsten Gipfel. Ihre Anwesenheit ist natürlich notwendig. Soll ich bestätigen? Nein, doch. So. Natürlich. Natürlich bestätigen. Sie haben die Grundlagen der ökologischen Sache verändert. Ich weiß zwar nicht wie, aber das habe ich. Julian. Ist beschattet worden. Julian. Wieso heißt der Julian? Naja, egal. Sie bitte. Haben... Danke, bitte. Und da sind wir schon wieder ein bisschen reicher geworden. Wir Norweger. Ah. Wir haben den Euro. Die Währung hat sich geändert. Möchten Sie alle Geldwerte in der neuen Währung anzeigen? Euro, ein Euro ist ein Euro. Ernsthaft? Ein Euro ist ein Euro? Hätte ich nie gedacht. Natürlich wollen wir das. Es ändert sich rein gar nichts. Aha. Ja, wählt mal einen neuen Papst. Viel Spaß dabei. Hallo. Nein, danke, mein Selbstschuld. Und ist wieder eine Nachricht gekommen. Das ist der große Tag. Ja, Euro. Und so. Wie? Muss man ja gar nichts machen hier. Passiert alles von alleine. Jetzt sind wir bei 100% endlich wieder angekommen. Sie geben großartig. Und das umso mehr, als er immer ihre Politik unterstützt hat. Mehr nicht? Nee. Hat unser Land einen schönen Film rausgebracht. So, und jetzt, wo wir wieder bei 100% angekommen sind, können wir mal wieder ein paar neue Reformen durchführen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, freue ich mich natürlich über Bewertungen und über Kommentare noch wesentlich mehr. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir da ein bisschen wieder reformieren und so. Tschüss.